Eine Frage habe ich. Was machen wir jetzt? Hör mal auf, geh mal heim. Was ist los gerade? Jo, weiter geht's. Ich habe mir das mal ein bisschen genauer angeguckt, das Ganze. Also, wie gesagt, sind es hier diese beiden Schrauben. Die sind auch auf der anderen Seite. Dann haben wir hier noch ein Steuergerät, was wir noch trennen müssen. Und dann ist tatsächlich auch hier die Lenksäule noch befestigt an dem Stahlträger. Er hat von hier unten, hat er hier irgendwie zwei Schrauben. Moment, kriegen wir das rauf. Genau, da ist eine. Eine nur, ja, tatsächlich nur eine. Ja, kann ich mir gar nicht vorstellen. Hier zum Beispiel haben wir hier die nachträglich eingebaute Wegversperre. Das ist ja irgendwann Vorschrift gewesen. Und die wurde halt hier nachgerüstet. Das war auch ein Problem beim Ausbau des Cockpits, weil die hier nämlich den Stecker oder die Steckdose für die Wegversperre. Ja, kriegtest du so nicht durch den Rahmen durch, musst dich ein bisschen biegen, ein bisschen Gewalt anwenden. Ja, das war das, was in den Outtakes letztes Mal unter anderem drin war. Ja, das möchte ich auch gerne nochmal vernünftig machen. Also hier haben sie natürlich alle Kabel schön in schwarz gewählt, damit man da ja nichts gucken kann. Aber das macht auch nichts, das bleibt alles so. Ich werde das halt nur einmal vernünftig neu wickeln, isolieren, das Ding vernünftig irgendwo anbauen, weil das ist ja auch irgendwie nur so halbherzig mit einer Schraube fest. Und ja. Ich denke, am Anfang werde ich jetzt erstmal, also hier unten, hier unten sind auch nochmal Schrauben. Die habe ich aber letztes Mal schon gelöst. Und zwar, Moment, andersrum. Hier, da sind auch nochmal zwei Schrauben, die hatte ich aber schon im letzten Video gelöst. Jo, das heißt, ich drehe jetzt erstmal hier die beiden raus. Auf der anderen Seite auch. Und dann wollen wir mal gucken, ob sich das schon ein bisschen bewegt.
so, da haben wir das gute Stück. Ja, im Wesentlichen war es tatsächlich befestigt an diesen beiden hier außen jeweils. Dann haben wir hier an der Mittelkonsole nochmal diese hier. Da habe ich das zweite Stück auch dazu ausgebaut, weil das ein bisschen mehr Platz gegeben hat. So, hier wollte ich ja vorhin nochmal zeigen, bin ich dann wieder abgelenkt worden. Hier unter der Lenksäule, da waren diese beiden Schrauben, die du so am ersten Blick nicht als Schraube erkennen kannst. Und weil die haben eben halt keinen Kopf. Und da habe ich mir irgendwie so einen Trick mal angeeignet. Und zwar mache ich das hier mit einem scharfen Stecheisen. Gut, scharf ist jetzt relativ. Es ist auch ein ausgemustertes, das ist ein relativ altes. Das ist so aus meinem Handwerk. Könnt ihr natürlich auch einen scharfen Schraubenzieher nehmen. Ja, Stecheisen ansetzen, schräg an den Kopf in Richtung des Lösens. Also praktisch habe ich ihn so schräg angesetzt. Und dann mit dem Hammer gibt Feuer. Dann hast du zwar hier so eine Kerbe drin, aber damit kriegst du die Schrauben halt gelöst. Ne? Ja, weiß ich nicht, warum die da solche Schrauben genommen haben. Wahrscheinlich, damit man da nicht dran rumfummelt oder was, keine Ahnung. Aber kommen daher ganz normale, dass man die mit dem Schlüssel festziehen kann. So, was gibt's noch zu sagen? Ach so, ja, die beiden Punkte waren das. Denn die äußeren Punkte hatte ich ja schon gesagt. Hier an der Strebe nochmal. Ja, und das war's dann eigentlich auch im Großen und Ganzen. Wo das Teil halt fest. Ja, ganz schöner Klopper. Ja, und hier sehen wir jetzt unseren Kasten. Fast in voller Pracht. Hier haben wir nochmal den Lüftermotor. Den werde ich jetzt wahrscheinlich auch gleich losnehmen. Das könnte sein, dass das die Klimaanlagengeschichte ist, dass dahinter der Kondensator sitzt. Gehe ich jetzt mal von aus. So, das heißt, wir müssen hier noch ein paar Leitungen irgendwie mal losnehmen. Ja, und dann können wir gucken, dass wir den von der Motorraumseite mal losschrauben. Ja, und dann mal sehen, wie weit wir das da rauskriegen. Oh, es ist noch so viel Arbeit. Ach so, hier sind auch noch zwei Punkte gewesen. Da. Von der Rückseite war das hier auch noch mal fest an dem Träger. So, und damit mir die Lenksäule hier nicht die Flatter macht, habe ich hier einfach mit zwei Kabelbinder das ein bisschen festgemacht. Und dann ist das so ein bisschen gestützt. Muss ja nicht sein, dass das da immer alles runterflattert. Jetzt motorseitig auch noch mal die Klimaleitung gelöst, ne? Weil hier hängt ja noch irgendwie die Klimaanlage dran. Ich weiß jetzt gar nicht, wo von der Klimaanlage der Wärmetauscher ist. Ich vermute mal, dass der hier drin ist. Ich hoffe das zumindest, weil dieses ganze Teil ist jetzt eine Einheit, ne? Hier sieht man das, das ist eine Einheit. Und mein Plan ist jetzt hier versuchen, den ganzen Scheiß hier zu trennen, weil hier sind so Klammern. Da ist noch eine. Und da oben sitzt auch noch eine, dahinter. Und ich hoffe, dahinter sitzen jetzt keine mehr. Ja, die werde ich jetzt mal rausnehmen. Und ich hoffe mal, dass ich das denn hier so ein bisschen trennen kann, das Ganze. Weil diesen ganzen Kasten hier rauskriegen, no way. Also dann muss wirklich die Klimaanlage getrennt werden. Und dann muss ich die auch Druck ablassen, weil da ist die steht ja noch unter Dampf. Ja. Ob ich das jemals wieder so zusammenkriege? Ich glaube, nein. Oh Gott. Achso, und hier sieht man auch die ganzen Dinger hier. Da hat mir in den Kommentaren geschrieben, die Klappen. Ich denke mal, dass das hier die Klappe ist, die damit gemeint ist. Weil, ja, wie gesagt, das ist hier alles tote Hose. Das ist irgendwie von beiden Seiten beklebt. Das muss ich mir dann mal genauer angucken. Deswegen hoffe ich ja, dass ich den Kasten da rauskriege. So, hier vorne war der Wärmetauscher im Prinzip hier hinter dieser Klappe. Das blendet jetzt ein bisschen, ich hoffe, man sieht das einigermaßen. Hier hinter dieser Klappe hat sich eine versteckt.
Dann gibt es da unten noch mal eine Klappe. Da ist auch noch mal so eine. Die habe ich auch losgenommen. Und dann, in meinem Falle, wegen der Klimaanlage, Moment, da bin ich, wegen der Klimaanlage, um ein bisschen mehr Spiel zu kriegen, habe ich ihn hier auch noch mal losgenommen. Da sind auch noch mal zwei Schrauben gewesen mit so einem Blech, ne, damit ich ein bisschen Spiel für den Kasten habe. Deswegen habe ich ihn hier auch meine Klimaleitung, hier habe ich meine Klimaleitung noch mal gelöst, hier vorne, um hier eben halt ein bisschen, ja, ein bisschen mehr Spiel zu kriegen. Ne? Ja, vielleicht kommen wir da ja so schon ran, ohne die Klammern abzumachen. Ich hab schon was abgebrochen. Ah. Lose ist er. Da ist er. Da ist er. Da ist das kleine Scheißerchen. Ja, ursprünglich wollte ich hier die, habe ich ja hier schon angefangen, die Klammern abzumachen und ihn da zu lösen. Ist aber gar nicht notwendig gewesen. Ich konnte jetzt diese ganze Kiste konnte ich jetzt im Grunde genommen so weit rausziehen, dass ich den hier oben wegziehen konnte. Ne? So, ein bisschen Spiel brauche ich nachher noch, wenn wir den neuen einsetzen, dann wird er auch nicht wieder so eine Kratzer reinhauen. Aber im Prinzip ging das eigentlich ganz gut. So eine Klimaanlage hat mich jetzt gar nicht weiter belastet. Also Leute, keine Angst, wenn ihr Klimatronic habt, auch das geht. Ich weiß zwar nicht, ob ich jemals wieder diesen Scheißhaufen hier zusammenkriege. Ach du Scheiße. Dann fängt die Katastrophe erst richtig an. Es ist schon ein hartes Brot. Kannst du sagen, was du willst. Also so eben mach mal ist das natürlich nicht. So zu diesen 10 Stunden sage ich jetzt mal nichts, weil das ist ja auch nicht für mich gedacht, die 10 Stunden. Ja, aber vom Ding her ging es eigentlich. Naja, gut, es ist ja auch erst die halbe Wahrheit. Ne? Der Rotz soll ja auch alles mal wieder funktionieren irgendwann. Aber jetzt muss ich mal gucken, was ich jetzt mir mit den Klappen mache. Hier ist ja hier so ein Schaumstoff drauf. Also ich muss mal sehen, ob ich die Klappe hier irgendwie auseinanderkriege. Das könnte natürlich jetzt noch bedeuten, dass ich da irgendwie den Kasten hier doch noch auseinanderbauen muss. Aber der ist ja hier so halb geklippt. Ja, weiß ich noch nicht, wie ich das mache. Hier drin habe ich gesehen, ist auch noch eine Klappe. Da ist auch noch so eine Klappe drin. Da. Gut, da sieht der Schaumstoff noch ganz gut aus, aber das will ich ja trotzdem irgendwie vernünftig machen. Und dann war nachher hier oben drauf, war ja auch noch mal dieser Trichter, der hier vorne vorsaß, da war ja auch noch mal Schaumstoff. Ja, und diese hier eben halt, ne? Da muss ich mal gucken, wie ich das hier... Weil die ist, glaube ich, elektronisch hier. Die hat bestimmt irgendwo einen Stellmotor. Ja, die hat hier einen Stellmotor. Die kann sie jetzt nicht eben mal so rausbiegen, ne? Da muss ich mal gucken, wie ich das mache. Weiß ich auch nicht, warum die das so gebaut haben, hier mit den Löchern da drin. Weiß nicht, was das soll. Naja, das kriegen wir auch noch irgendwie geregelt. Jetzt werde ich erstmal den alten Wärmetauscher mit nach oben nehmen. Den neuen endlich mal auspacken. Die habe ich noch gar nicht ausgepackt. Und dann mal gucken, das mal miteinander vergleichen. Aha. Mit Dichtung dabei. Ach, das ist ja geil. Das ist ja mal cool. Hier haben wir so eine neue Dichtung für oben. Das haben sie zum Schutz hier gemacht. Das heißt, das muss dann nachher dann ab. Und das Zeug ist, glaube ich, genau das, was auf den Klappen klebt. Perfekt. So, wenn ich mir den so anschaue, sieht er eigentlich fast gleich aus. Bis auf Unterdruckleitung. Die muss ich umbauen. Die Durchführung hier.
Ansonsten. Passt 1:1. Ja. Jo, das passt. Das passt. Das passt 1:1. Der hat so unten hier noch so eine Schutzkappe. So, die muss ich wahrscheinlich noch abmachen. Vermute ich mal. Aber diese Rippen sind natürlich sehr empfindlich. Ja, aber das passt. Ja, soweit so gut. Wärmetauscher ist ja jetzt raus. Passend tut der neue auch scheinbar. Das habe ich mir ja vorhin eben angeguckt. Ja, ich werde jetzt diesen Teil erstmal beenden. Für mich geht es jetzt aber weiter hier, weil wir wollen ja noch hier die Klappen, die sollen ja noch ein bisschen neu isoliert werden. Und dazu werde ich tatsächlich auch noch diesen Kasten ausbauen müssen. Also, ja, es gibt also auch noch einen dritten Teil. Und vielleicht gibt es auch noch einen vierten Teil, weil der ganze Kram soll ja auch wieder zusammengebaut werden. Und dann müssen wir ja auch noch den Kühlkreislauf entlüften, wenn das alles wieder angeschlossen ist. Das wollte ich eigentlich auch gerne nochmal zeigen. Aber zunächst ist erstmal, ja, damit ist Teil 2 erstmal zu Ende. Wärmetauscher ist raus. Ja, und wer dann sehen will, wie man diese Klappen da neu betüdelt mit dem Schaumstoff, ja, dranbleiben und wieder einschalten beim nächsten Mal, wenn es heißt, wie baue ich aus meinem VW6 eine Waschmaschine. Ja. Ach ja, ja, die ganzen Kabel, eieiei. Ja, da stören mich jetzt ja auch immer noch ein paar Kabel. Da muss ich gleich mal gucken, wie das so funktioniert. Ja, die Einlässe hier unten, die da und da, die hatte ich dann abgebaut. Und leider ist mir dann dabei auf der anderen Seite beim Rausziehen von dem Kasten ist mir hier so eine Ecke weggebrochen. Ich weiß gar nicht, wo die hier liegt. Da. Hier ist so eine Ecke weggebrochen und leider glaube ich auch aus dem Sichtbereich. Die muss ich da irgendwie wieder ankleben. Ach gut. Daran soll es auch nicht scheitern. Gut Leute, dann war es das mit diesem Teil. Denn ja, würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.